Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Jo, wir sind immer noch in der Kampagne mit Genghis Khan und bauen uns hier eine Armee auf. Unsere Armeen sind gespalten. Hier oben müssen wir eine Hauptarmee uns aufbauen und hier unten einfach nur ein paar Soldaten, die unser Hab und Gut hier schützen. Jo. Das bedeutet auch, wir schauen gleich mal, was können wir entwickeln. Oh ja, yeah. Chemie wäre ganz, ganz fein. Da fehlt uns noch Gold. Ja, die sind jetzt auch gleich fertig, ne? Ihr zwei macht es am besten hier gleich. Ja, ein weiteres Bergbaulager. Ja, gut. Eigentlich könnt ihr vier gleich folgen. Sehr schön. Die machen mit dem Stein weiter. Die werden dann den Goldschürfern helfen. Weil Essen, glaube ich, haben wir zurzeit eh genug Holz sowieso. Und mit dem Essen geht es ja prima voran. Gut. Dann hier beim Mönch und so. Ich glaube, Mönche haben wir. Zwei Stück nochmal. Eins, zwei. Das reicht einmal fürs Erste. Das heißt, Schmied und so. Infanterie und Kavallerie haben plus 2 Angriffsstärke. Das wäre fein. Das machen wir gleich mal. Ja, du kriegst ein neues Feld. Du auch. Du auch. Du auch. So schnell geht das. Und da bauen sie schon ab wie die Bösen. Sehr vorbildlich, sehr brav. Ja, das dauert noch klein. Ja, ja. Nur die Ruhe. Okay, wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Und ja, wie schaut es hier oben aus? Ja, der Wald hier ist schon so gut wie weg. Das schaut super aus. Ja, wir brauchen Gold. Da kommen wir halt nicht drum rum, ne? Auch hier haben wir mittlerweile zwei Mönche in unserem Team. Jo. Die unsere Truppen da dann heilen werden, wenn es hart auf hart kommt. Ei, caramba, was können wir hier? Ja, wir brauchen Gold. Ich meine, wir haben genügend Holz. Ich verkaufe mal alles Holz, was wir haben. Oh, ja. Gut, das passt so noch. Ja. Müssen wir wieder ein bisschen warten. Aber reicht es zum Entwickeln? Nahrung und Gold für Chemie. Jo, das reicht. Nein, ich verzüge mich immer. Hoppala, hier. Die Armschütz, also den Armschutz möchte ich auch gerne entwickeln, da es für unsere berittenen Bogenschützen von Vorteil ist und auch die Burgen haben da, also Burgen und die Türme und die Dorfzentren haben auch da einen Vorteil davon. Also wird das entwickelt. Ja. Ja, Markt und so. Das passt, das passt, das passt. Okay. Jetzt heißt es halt wieder warten, ne? Da warten. Seid ihr fertig? Wo sind die hin? Ah, nein. Das habe ich mich gewundert. Was? Wie? Da ist ja alles weg. Wo sind die hin? Dabei passt doch eh alles. Ja, machen wir so. Sehr schön. Ich bin entzückt. Das läuft prima. Bihahaha, bihaha. Das Teil, da möchte ich so gut es geht, so schnell es geht, entwickeln. Zum schweren berittenen Bogenschützen weiterentwickeln. Das wäre nicht verkehrt, denn oben haben wir auch ein paar stehen. Da. Was auch schön wäre, wäre dieses hier zum Elite-Mann Gudai entwickeln. Ja, Trill. Waffenschmieden, Einheiten bewegen sich 50% schneller. Das wäre halt auch ein Träumchen, sage ich euch. Wird da jemand angegriffen? Nee. Die Wölfe da, die knurren immer so bedrohlich, dass ich mir immer denke, meine Dorfbewohner werden angegriffen, ne? Dorfbewohner richten mehr Schaden an. Das sind hier Einheiten der Kaserne, Schießanlagen und so werden um 33% schneller erschaffen. Das geht sich aus, das nehmen wir. Das ist schon mal gekauft. So, ja. Sturmbock werden wir dann auch zu... Achso, das geht sowieso. Das geht ja schon sowieso. Da machen wir das gleich. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich mir lassen darf. Geht's mal heim. Alter, diese Schweine. Lass meine armen Dorfbewohner in Frieden, ihr Deppen.
Schießt sie um, schießt sie nieder. Jawohl, nieder mit den Deppen. Ich glaube, ich habe einen Dorfbewohner verloren. Glaube ich. Werden wir gleich sehen. Du kommst mit hier. 2, 4, 5. Ja, einer ist verstorben. Den erstellen wir gleich nach. So, ja. Warte mal, bleib vielleicht hier stehen. Ich glaube, hier sind ein paar verletzt. Wo ist mein zweiter Mönch? Der ist verstorben? Nee, oder? Ernsthaft? Der ist nicht überstanden. Dann haben sie einfach so umgenietet. Diese feigen Ferkel da, ne? Ja, der ist dann ernst. Fein, da müssen wir noch einen erstellen. So. Was? Den Angriff haben wir abgewehrt, erfolgreich, sehr, sehr schön. Inzwischen haben wir auch wieder ein bisschen Gold bekommen, das ist auch fein. Belagerungsingenieure entwickeln. Wir haben eine Reichweite und richten bei Gebäuden mehr Schaden an. Nahrung und Holz, ja, das haben wir über. Das wird gleich entwickelt. Ja, das haben wir auch über, bitte sehr. So, neue Felder. Basta, geht's hier mal hier hin. Man stellt sich zumindest da so irgendwie her. Das wäre auch gut, noch ein Dümchen vielleicht bauen, aber. Was soll's. So, ja, da geht was weiter. Daramdidarida. Daramdidarida. Damdidada. Was kann das eigentlich? Spione. Achso, die können da bei den anderen Nachbarn reinschauen, ne? Waffenschmiedeeinheiten bewegen sich schneller. Ja, ja. Haben wir das schon? Holz fehlt. Okay. So entwickelt haben wir ja alles schon brav. 900 Nahrung und 500 Gold. Das ist halt auch ein bisschen übertrieben. Aber nur ein bisschen. So, ja. Aha, bitte sehr, kriegst ein neues Feld. Bam, bam. Ja, das Kettenhemd lasse ich stehen. Was haben wir hier noch? Mauerhandwerk. Verstärkt alle Gebäude, indem sie die Lebenspunkte um 10% erhöht. Plus eine normale und eine Durchschlagsschlags- und 3 Gebäudepanzerung dazu bekommen. Ja, es ist leistbar. Machen wir auch mit. Jo, dann sind wir recht gut gesichert, glaube ich. Glaube ich. Bam, 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 bam. Jo, Gold haben wir schon viel. Haben wir schon recht viel, muss ich sagen. Alter, was, wo, wer? Von wilden Viechern angegriffen. Ja, aber werden. Also doch, da oben. Geht's mal da raus, bitte. Time. Alter! Die hat gleich mal aus dem Wolf einen Bettvorleger gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Gnädigste. Ha! Gleich mal das Fell in die Ohren gezogen, wortwörtlich. Alter Schalter, ja, mit der Frau sollte man sich besser nicht anlegen. Ja, die hauen schön drauf aufs Gold, das sieht man gerne. Und wir haben genug. Ja, wir haben genug, um was weiterzuentwickeln. Das bedeutet, wir machen da da. Achso, nein, warte, Essen. Meine Güte, Essen. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Na hopp da, ne? Sammelt's Essen, happa, happa. Schmeißt's rein in die Mühle. Wofür habt ihr sie denn? Komm, einer noch. Ja, ja, ja. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen. Einen Wellnessurlaub für 2 Personen. So, ja. Passt. Ich muss immer mehrmals kontrollieren, ob ich wohl nichts vergessen habe. Das ist so, ich weiß nicht. Das ist so ein komischer, ja, Trill von mir, sage ich jetzt mal. Okay. Gut. Bogenschützen haben wir eigentlich viel zu viel. Es wäre gut, wenn ich da jetzt noch einen Haufen Kamelreiter entwickeln würde, also bauen würde. Da können wir gar nicht zu wenig haben.
Vielleicht noch ein Rammböckchen, aber dann wär's das auch schon. Bam, 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 bam. So schaut's noch was aus. Sobald wir die Stückzahl erreicht haben, die wir für unsere Armee brauchen, werden wir mal Richtung Russland aufmarschieren und mal schauen, ob wir da den Gegner schon erheblichen Schaden zufügen können. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Ja, ja, so schaut das aus. Wow. Ja, das mit dem Essen geht echt schnell. Haben wir schon wieder 200 Einheiten. Wir bauen eine Armee für den Feind, damit er endlich aufgibt. Dann kriegt er eine auf die Mütze drauf und wir haben ein Fest zu feiern. Oh yeah. Weil wir haben. Oh yeah. Wir haben gewonnen. Und dann gibt es ein Fest mit Hühnchen, Lamm und viel Kotelett. Oh yeah. Ja, die Männer brauchen Fleisch. Das war damals so. Also mit Kartoffeln oder mit Bohnen oder Linseneintopf. Ne, damit konnte man früher des Mannes Herzen nicht erstürmen. Da brauchte was Bissfestes. Ja. Und wenn man heute so gewisse Werbungen anschaut, ne, Fleisch bringt's, nicht vergessen. Ach ja, die müssen auch noch lernen, schneller zu rollen, ne? Abrabrabram, das war hier. Alter, der Kamelreiter, ne? Voll am Vibrieren da. Wir brauchen Holz und Gold, das haben wir über. Zack, brack, wird das glatt erlernt. Dam, dam, dam. 10 Einheiten brauchen wir noch, dann können wir schon Party feiern. Schön langsam. Einen Sturmbock gönne ich mir noch. Dann haben wir noch... Dann wären das jetzt noch 8 Einheiten. Ach ja, das Gold fehlt. Gold. Und jetzt sind das keine Chevaliers, sondern irgendwelche Bastarde, die super toll mit, also gegen die Kamelreiter ankommen. Und dann schaue ich mal blöd. Wow. Oh, oh. Die Felder. Alter, ihr seid viel zu schnell beim Arbeiten. Da komme ich ja nicht nach, ich alte Frau. Unfassbar. Bam, bam. Dam, da, 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 bam, bam. Ist das schon. Ja, Alter, die regen sich auf die Kühe. So, jetzt sind noch 6 Stück. Ja, nur kein Stress. Dann wären es noch 3. Sollen wir vielleicht lieber noch ein paar. Trieböcke. Die 3 lassen wir über für Trieböcke. Oh, ho, ho, ho. Da habe ich schon was Passendes für uns gefunden. Oh ja. Optimal wäre es noch, das hier zu entwickeln und dann anzugreifen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Bam, 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 bam. Goldmäßig dürfte es eigentlich ausgehen. Schauen wir mal. Wenn dann hier zu viele Goldminen-Typis-Abbau-Menschen sind, bekommen sie hier einfach ein Feld. Bam, 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 bam. Ach ja, so schaut's aus. Immer halt ein bisschen warten. Mutig braucht immer Weile, das wissen wir eh alle. Oh ja, ja, ja. Und das Wölfchen heult schon wieder. Ein Drehbock geht sich schon mal aus, das ist fein. Können Sie schneller rollen? Oh, das ist ja gar kein Vergleich, oder? Yay, da kommst du ja bald vor wie auf der Formel 1, hey. Jetzt müsste nur noch so ein staubender Effekt da sein. Das wird echt lustig ausschauen. Und der nächste Triebock kann gebaut werden. 3 Triebböcke, 4 Sturmböcke, Triebböcke sag ich schon. Na passt schon. 3 Drehböcke, 4 Sturmböcke, das müsste passen. Die machen ja auch
sakrisch viel Schaden. Das muss man halt echt sagen, so ein Tribok macht wirklich sakrisch viel Schaden auf die Gebäude. Ist klar, wir haben jetzt auch alles schön brav mitgeskillt, wie es sich gehört. Aber trotzdem, das macht schon sakrisch viel Schaden. So, der zweite. Will noch warten, bis das Gold nachkommt. Und dann noch den dritten gebaut und dann gehen wir es an. Hoffentlich wird das heute noch was. So, ja. Naja, da steigert sich das Gold schon. Wäre auch interessant zu wissen, ich könnte eigentlich ein paar Helden losschicken, ne? Euch vielleicht. Erkundet mal das Gebiet hier. Gibt es hier noch irgendwo Goldvorräte? Das würde mich ja stark interessieren, ne? Vielleicht haben die oben noch irgendwo Gold. Dann können wir inzwischen Holz machen. Ein Schäfchen haben wir auf jeden Fall hier. Das ist unser Maskottchen. Flauschi, das Schaf. Ja. Hier schaut noch nichts aus. Tralalala. Versteckt ist auch nichts. Oi, jemine. Tralalala. Tralalala. Vielleicht hier unten noch irgendein Vorkommen. Aber schaut nicht aus. Wie gesagt, vielleicht haben wir bei uns hier in der Gegend noch was. Da könnte ich euch auch mal losschicken. Schaut euch da einfach mal ein bisschen um. Nee, da ist nichts. Da sind wir schon bei den Gelben. Okay, Gold ist hier dann aus. Aber vielleicht haben wir hier irgendwo was. Schauen wir doch mal. So, ja. Können sich eigentlich auch ein bisschen aufteilen. Dam, 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 dam. Da haben wir einen schönen Fluss oder einen Teich. Da haben wir den Feind, die Russenmafia. Ja. Und da haben wir Gold. Oha, wir haben Gold. Okay. Jetzt nochmal zurück. Wir gehen jetzt dann auf den Angriff über. Wir haben Gold gefunden. Alles paletti. So. Schau, das geht sich schon volle Kanne aus. Sehr gut. Was wäre? Oh. Was? Panik. Na, bekehren. Warte, da haben wir einen Paladin. Probier den zu bekehren. Ah, der wird jetzt umgehauen wahrscheinlich. Ja, ja. Das war zu spät. Hat er mich schon wieder einen Mönch umgehauen? Alter, diese Pastare. Sind nämlich so schnell mit solchen Sachen. Ferkel. So, ja. Jetzt machen wir uns dann gleich bereit. Ja, haltet die Ohrwaschen steif. Oder reichen zwei Drehböcke? Einer wäre halt schon noch saugeil, ehrlich gesagt. Wow, und der Part ist auch zu Ende gleich. Oh, oh. Ja. 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 Und das seht schon, ne? Der kriegt hier schon einen Anfall. Darum bekommt er jetzt, wow, ein Feld. Ihr habt auch schon keins mehr. Entschuldigung. Tut leid. Bitteschön. So. Zu fünft ist es hier noch machbar, aber ja, zu sechst spinnen die da ein bisschen rum. So, sind wir fertig? Was, zwei Einheiten fehlen? Wer ist verstorben? Ein Drehbock kommt und ja, 65. Komm, Bill Gold noch. Jawohl. So, dann pass. Wer bist denn du? Ein Speer. Geht er da ernsthaft kontrollieren? Ja, warum nicht?
So, hopp, 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 entwickeln. Yay! Ja, du kommst nicht heil heim, dass du es gleich weißt. Ja, selber schuld. Badam, bam, 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 badam, bam, bam. Den lassen wir schön hier. Weil, wenn der drauf geht, ist Game Over. Und das ist nicht schön. Passt, wir sind fertig. Wir rollen mal in diese Richtung und schauen mal, ja, was wir hier so machen können. Vor allem müssen wir schauen, dass wir die Goldreserven hier bekommen. Weil Holz können wir da unten dann... A und O. Mal schauen, ob der Elefant zum Bekehren geht. Komm, komm, komm. Das kann ich jetzt so lange brauchen. Der hat einfach so einen Mönch gekillt, die Sau. Dass es so lange braucht. Vielleicht muss ich echt schauen, ob die schneller bekehren können. Bekehren. Was, wo? Ah ja. Da. Die Horde von Genghis Khan! Wir sind verloren und verdammt! War es jetzt gut oder schlecht? Das gehört uns? Was? Ein drittes Dorf. Ja, das musst halt auch wissen, ey. Ihr könnt sich wieder zusammenbauen. Ich glaube, ich tritt dann gleich mal ein Pferd oder so. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich gebe es ehrlich zu. Okay. Wo wird da noch jemand verprügelt? Da glaube ich irgendjemand. Okay und so. Nein, so wollte ich das nicht. Naja. Alter, was haben die denn geschluckt? Die müssen alle mit Super Plus fahren, ne? Weil die so schnell laufen. Geht schon gerne mal Vollgas. Und die Mönche heilen schon wie die Bescheuerten. Okay. Würde ich sagen, wir marschieren mal weiter in die Richtung. Aha, da kommt schon die nächsten. Geht schon um. Wir haben keine Chance. Da ist genug Gold. Da können wir sogar ein Dorfzentrum bauen, eigentlich. Weißt du was, wir stellen uns da mal ab. Wir lassen die Leute echt mal heilen. Gesund machen und so. Vielleicht können wir wirklich mit den Leuten hier dann darauf ziehen. Also mit euch, ne? Vielleicht geht das ja wirklich. Vielleicht können die hier ein Dorfzentrum bauen. Ich werde die mal im Auge behalten. Mal schauen, ob sie überhaupt heil darauf kommen. Beziehungsweise ich werde mit den Leuten in den Gegend quatschen. Und hoffen, dass es passt. Schauen wir mal. Ja, die schaffen schon mal den Weg rauf. Was nicht so schlecht ausschaut. Die scheinen irgendwie den Weg runter zu schaffen. Durch Gebirge, okay. Ach du Heilige. Ob das so richtig ist? Ich weiß nicht so recht, oder? Gehst du wieder zurück. Die stehen auch irgendwie an. Okay. Geht's mal darüber? Kommt man da überhaupt irgendwie hin?
schaut ja nicht so aus, dass man da hinkommen würde. Werden wir die einfach umlegen. Da oben ein paar produzieren. Das ist schon bald einfacher. Ich glaube, das machen wir so. So. Sind alle hin. Da oben produziere ich. Ich weiß, voll brutal, ne? Ich produziere einfach mal 6 neue nach. Und die sollen dann da drüben, da, das Dorfzentrum machen und hier gleich beim Gold weiter und so weiter. Ja, so schaut mal mein Plan aus. Ich mache ein bisschen Überlänge heute, ich weiß. So, ich wollte nur testen, ob das. Wir testen, weil das haut sich jetzt schon so hin. Wow. Das mit den Feldern übersehe ich jedes Mal. Ne? Es wurscht, wie lange ich spiele. Die Felder übersehe ich jedes Mal. So. Jawohl, du gehst auch gleich mit, Gnädigste. Ja, das passt dann, glaube ich, schon so. Perfekt. Es ist richtig angenehm, wenn man einmal kein Weltwunder zum Zerstören hat. Echt, muss ich ganz ehrlich sagen. So angenehm. Wie schaut's aus? Wir haben 3 Einheiten. Achso, nein, das sind die Dorfbewohner. Die darf ich jetzt nicht da. Und so. Naja, das schaut gut aus. 2 noch, das passt perfekt. Und der letzte. Dann kann ich nämlich. Dann verwirre ich mich bei der nächsten Aufnahme nicht selber und die Leute arbeiten dann schon fleißig. Na los, hopp, hopp. Brav. So. Hier haben wir es dann auch gleich geschafft. Die 4 haue ich dann auch noch schnell zum Gold hin und dann passt das. Klepper, 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 chepper, klepper, chepper, klepper, chepper. Jawohl, und das Dorfzentrum steht ab jetzt. Perfekt. Sehr schön. Da wird fleißig dann Gold geschürft und dann passt das so. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!